So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Hugh. Ich muss mich erstmal wieder reinfinden. Das wäre ja genau so. So. Und so. Autsch. So, wir müssen da ja irgendwie rüber. Okay, über das Ding drüber springen kann ich offenbar nicht. Ich denke, ich werde jetzt mal versuchen, mich ein bisschen zu konzentrieren und da durchzukommen. Wie gesagt, man muss halt einfach aufpassen. So, eigentlich muss ich die Farbe kennen. Also, blau, lila, orange, blau, lila, orange. Jetzt kommt blau, kommt lila und dann kommt orange. Okay, da war ich zu langsam. So, blau, lila, orange, blau, lila, upsale. Okay, noch einmal blau. Na, das war auch nicht so gut. Nicht in Panik verfallen, das bringt gar nichts. So, wir sind hier lila, da ist orange, da ist blau. Okay, also vielleicht sollte ich abwarten, wenn die Dinger vorbei sind, dann sollte ich wahrscheinlich gleich mal auf den nächsten gehen. Das war doof. Okay. Wir kriegen Sinn, keine Sorge. So, orange. Blau, lila, orange, 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 blau, lila, orange. Blau, lila, orange, blau, wunderbar. Haben wir das auch mal geschafft? Haben wir das auch geschafft? Der scheint ja sehr begeistert von uns zu sein. Und wir kriegen die nächste Farbe, so wie es aussieht. So. Und ich bin eigentlich fast versucht. Ich glaube, er will, dass wir die Farben bekommen. Back to the Foxia. Kleine Errungenschaft. So, ihr seht jetzt die Errungenschaft. Habe ich extra deswegen so gemacht. So, und dann würde ich mal hier auf Orange gehen. Könnt ihr mal gucken, ob es hier noch ein bisschen was anderes gibt.
Es ist gerade ein bisschen ruckelig. Ich hatte nicht den Eindruck, dass es die letzten Tage so ruckelig war. Also, dass die letzte Aufnahme so ruckelig war. Wie auch immer, wir flitzen durch die Tür und schauen dann mal, was wir sonst so finden. It's funny. I don't remember much after that day on the grass. I do know that Dr. Gray and I spent many a time together. I would compliment him on his work and his cheeks would flush with a pinkness. He'd notice and change the subject embarrassed. This work we were doing together, it didn't feel much like work anymore. So, da wird's irgendwo hingehen. Ich würde ganz gerne mal hier oben gucken, was es hier gibt. Okay, da wäre eine orangene Tür. Die Frage ist, was gäbe es denn hier hinten? Ah. Okay, da komme ich aber noch gar nicht hin. Alles klar, also wir müssen eh dann alles irgendwie nochmal machen. Irgendwie oder so ähnlich, oder zumindest rückwärts laufen, wenn wir diese ganzen Flaschen wieder haben wollen. So, dann würde ich dich doch mal nehmen und dann gehen wir mal hier durch. So. Und dann kannst du mal da lang. Und hier lang. Und dann würden wir mal darüber gehen. Und dann würden wir euch da mal durchschieben. Dann komme ich da natürlich nicht hoch. Das ist ja mal interessant, das Problem. Okay. Dann muss ich dieses Problem anders lösen. Wahrscheinlich gibt's irgendwo anders noch eine Kiste. Genau, da ist ja die lilane Kiste. So, dann würde ich aber. Das ist immer die Frage, womit ich steuern will, mit dem Stick oder mit was anderem. So, genau. So, dann würde ich mal hier auf Lila gehen. Dann können wir nämlich dich darüber ziehen. Was im Endeffekt bedeutet, dass ich die. Die Kiste runterschieben kann. Lila, dann kann ich dich darüber schieben. So. Dann würde ich mal hier Orange nehmen. Okay, das geht noch nicht, aber Lila kann man nehmen. Und dann können wir. Hier Orange nehmen, genau. Das reicht schon. Und dann würde ich dieses Lila nehmen, dann kann man nämlich hier durch und dann würde ich Blau nehmen eigentlich. Dann kann man nämlich hier rüber schieben. So. Okay. Also lila, durchlaufen, blau war's, ziehen, rüber, wieder zurück,
Orange. Wunderbar. Haben wir das auch geschafft. Und dann können wir hier auf Lila gehen. Okay, da gibt es auch eine Treppe. Das ist auch gut. So, würde ich hier mal auf Lila gehen. So, und da will ich auf Orange. Dann will ich hier mal auf Blau. So. Dann war es wieder Orange. Nee, da wollte ich nicht hin, sondern da. Da wollte ich hin. Super. Orange wollte ich nicht. Ich glaube, ich wollte Lila. Und Orange. Okay. Das war's ja auch schon wieder. Und dann gehen wir auf Blau und dann können wir zurück. So. Na, das geht nicht. Okay, wir bleiben mal bei Orange. Nö, wir gehen mal auf Blau und schauen uns mal hier um, was es hier so gibt. Da ist Orange. Dich könnte ich verschieben. Die Frage ist, will ich dich verschieben? Ach, das ist... Okay, das ist gar keine Kiste. Dich kann ich nicht verschieben. Okay, das hier ist jetzt also ein interessantes Rätsel. Ich habe zwei Möglichkeiten zu verschieben. Ich kann die blaue Kiste verschieben. Die kriege ich hier aber nicht durch. Und ich kann eine lila Kiste verschieben, wenn ich da hochkomme. Ich komme da aber nicht hoch. Da gibt es noch Orange. Das heißt, hier könnte ich auf Blau gehen und den Orangenen mitnehmen. So, dann gehen wir hier auf Orange, nehmen hier den Blauen und schieben den dahin. Dann laufen wir darüber und dann gehen wir hier mal auf dieses Rosa. Dann können wir das nämlich so machen. Können wir das so machen. Also, ich kann ihn ja nur runterschmeißen. Schlicht und ergreifend. Mehr kann ich ja nicht machen mit dem Ding. Und ich krieg den ja auch nur bis da. Aber den Orangenen kriege ich da durch. So. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal auf Blau. Dann nehme ich mir den Orangenen. Ziehe dich bis dahin. Genau. Und dann nehme ich dich. Und schwupsel dich bis dahin und dann gehen wir mal auf Blau. Dann kann ich euch beide nämlich darüber schieben und dann kann ich dich nehmen und dich nehmen und dich nehmen.
ist sogar noch hinterhältiger. So, ich nehme Orange. Dann komme ich nämlich mit dir dadurch. Dann gehen wir hier auf Blau. Kann ich dich mitnehmen. Dann gehen wir hier auf Lila. Kann ich dich noch weiter mitnehmen. Nämlich so. Wunderbar. Dann gehen wir wieder auf Orange. So, und dann kann ich jetzt hier auf Lila gehen. Kann ich dich mitnehmen. Kommst du bis dahin? Gehen wir hier wieder auf Blau. So, schiebe ich dich darüber. Gehe ich hier wieder auf Orange. Gehe ich hier auf Lila. Gehe ich auf das untere Lila. Schieb dich da runter. So, dann gehe ich wieder auf Lila. Ach, das untere Lila ist kein Lila, sondern Pink übrigens. So, dann gehe ich auf Orange. Kann man dich ein Stück wegnehmen. Gehen wir wieder auf Pink. Schieben wir dich dahin. Schieben wir dich dahin. Sagen hier Fluff, Fluff, Fluff. Das war jetzt Arbeit. Nicht wirklich Katastrophe, aber Arbeit.